So, hallo zusammen. Wir sind wieder Hallo, hier ich habe in. mein Zeug gefunden. Oh. Was? Er hat mich gestört. Er hat mich gestört. Ich wollte was ganz nicht Episches sagen und er hat mich gestört. Nein, der Fate ist wieder da. Wir haben die Sachen ja alle gefunden. Und jetzt machen wir uns, weil es wieder dunkel ist, zurück zum Haus. Vielleicht finden wir ja noch. Ich sollte mal meinen Laserpunkt ausmachen. Vielleicht finden wir ja noch hier mal ein Stück Holz. Du hast ja ein Oh, bisschen was, hast du stimmt. ja. Licht anmachen wäre bei euch nicht Genau. verkehrt. Dann sieht man so einiges Oh, da sind besser. Bären. Wollte ich gerade sagen. Naja. Boah, krasser Bär. Bär mit Hörnern. Da war sie eben ein Bär. Ja, war Ja. da? Okay. Glaube ich Arschgestich. dir. Junge. Glaube ich dir. Junge, Junge, Strom. Immer noch was? Akku. Bär, Kennst du das, wenn Bär, die Menschen Bär, durch die Bär, Zähne Bär. reden? Das ist besonders aggressiv. Ja. Boom, Bär weg. War aber kein roter. Brauchen wir nicht hier. Unser Haus. Weiter links. Es ist so versteckt, dass wir es selber nicht mehr finden. Ah, Holz! Es ist echt so dunkel auch. Obwohl es schon wieder, Krass, genau, ja. das ist auch eine der Änderungen, es ist schon etwas heller geworden. Also es ist nicht mehr so krass dunkel. Ach, Mond, Mond. Sehe ich den Mond? Mond, 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 Mond. Da oben ist er. Der Mond. Jetzt ist ein Halbmond. Er nimmt ab und nimmt zu. Es ist nicht mehr dieses Pünktchen, sondern es sieht schon etwas mehr nach Ah, einem ich habe Mond unseren aus. Bunker gefunden. Ah, Bunker. Der Bunker vor dem Herrn, sagst du ja. Jetzt muss ich den erst wieder finden. Okay, warte mal, das ist falsch. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh, ich bin im Bunker drin, ich mach mal Licht an hier drin. Mach mal Licht an. Aber der ist gut versteckt. Allerdings. Ah, hier ist er. Ah, kaum zu übersehen eigentlich. Und klar, da Tu bin jetzt mal hier ich. drin eine Kiste hinstellen. Ich habe keinen Platz im Mach Inventar. mal, mach mal. Ich baue mal in der Zeit noch mal Wände. Dort rausschmeißen, damit ich in meinem Inventar Obwohl, warte mal, ich wollte noch tauschen was kann. anderes bauen. Ne? So. Ich Wir kann machen ja sowieso hier gerade sowieso nichts bauen. unseren Crafting irgendwas, ne? Haben wir gesagt. Den was da? Ja, hier, genau, den Wo soll ich denn da die Crafting-Bereich. Kiste hinstellen? Hier so an die Wand oder was? Hier, guck hier, komm her. Hier am besten. Weil das machen wir auch Hier? Wollt zu. ihr nicht der Treppe hin? Nee, die Du Treppe hast kommt gesagt, hier hier kommt eine hin. Treppe hin. Ja, hier in dem Vierer-Innerbereich kommt eine Treppe hin. Meine, du hättest gesagt, die Kisten sollen hier so. Nee, hier kommt hier Crafting-Bereich. Aber eine Kiste kannst du hier ruhig mal hinstellen, wo wir Crafting-Material am Ja, das besten meine ich da. doch. Stell das hier an den. Ja, mach das. Mach mal bitte Licht. Oh, hier ist es Ist doch, dunkel hier, Licht ist doch Alter. an. Will das nicht so setzen, dass das nicht. Genau, hier können wir mal einige Sachen reintun. Crafting-Material, Leder, Gunpowder ist Crafting-Material, Animal Fat, Steine, Holz wandle ich denn gleich um. Was haben wir noch an Crafting-Material? Hier, guck mal, die Pickaxe, die kann ich zum Beispiel schon mal rauspacken und Zack, mir die zack, neue reintun. zack. Split. Erstmal das Crafting-Material da so weit hin. So, dann baue ich, Moment, eine Crab Storage Box. Die kommt denn hier hin? So. Ah, Licht. So, hier kommt mal die erste Crab Storage Box. Da packen wir erstmal alles rein, was wir nicht so ganz brauchen. Was erstmal unwichtig ist. Wie das hier, zu viel Munition, das nimmt nur Platz weg. Die Dinger, die Pillen behalte ich. Die Gun kann hier rein. Das hier kann hier rein, die Blueprints. Wandle mal wieder in Wooden Das Planks um. Research Kit. Soll ich das Research Kit mal auf die MP5 anwenden? Oh ja. Dann haben wir, Jeden. hätten wir Die ist noch eine episch. MP5. Hier ist noch die Shotgun. Den Helm, der kann M4 haben wir ja raus. leider noch nicht. Und das kann hier unten. Nee, noch Oder nicht. die. Dann Gibt auch wende noch ich dieses mal. Scharfschützengewehr oder was, ne? Ja. Das wäre natürlich So, richtig jetzt können wir episch. MP5 auch noch bauen. Jetzt wollte ich aber erstmal was anderes bauen. Das ist nämlich wichtig. Und zwar Repair Bench. Ich brauche noch Stones. Das muss ich mir rausnehmen. Animal Fat. Close habe ich noch drin. Und dann kann ich erstmal eine Repair Bench für uns Ich bauen. mache auf jeden Fall mal eben jetzt die beiden Wände da noch rein, dann haben wir nämlich das Mach Ding schon mal mal. zu. Low Grade Fuel. Dann glaube ich. Hast du noch Animal Fat? Jope.
Ah, brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir nicht. Habe ich im Moment. So, zwei Walls noch, ne? Zwei Walls müssen es sein, ja. Dann haben wir das zumindest schon mal zu. Und dann kann ich anfangen, die Decken zu bauen. So, jetzt stellen wir mal eine Repair Bench. Die sieht übrigens auch cool aus. Also ich finde, da haben die sich echt Mühe gegeben. Wo stellen wir die denn mal hin? Die Repair Bench stellen wir... Ist direkt neben dem Crafting Table, ja, ja, oder was? Ja, hier so. Dann sieht das nämlich so aus, als ob das so... So, zusammengedicht. So, guck mal. Hier, und da sind halt auch ein paar Sachen drin. Der Stein, die Steinaxt. Ah, ja. Okay. Da zwei Bogenteile. Sieht so aus wie Bogenteile, ich weiß nicht, was sonst sein soll. Und hier können wir dann, kann ich euch dann gleich auch zeigen, unsere Sachen reparieren. Was brauche ich denn für den hier? Close und Metal Fragments. Oh, es wird Tag. Repair. Ein Traum. Und repariert. So, ich habe ja noch ein paar Pilare. Ich setze mal die. Fünf Leder. Wie weit ich komme. Zack. Die können wir auch noch reparieren, glaube ich. So, genau. Ich habe meine drei Pilare gesetzt. Ah, okay. Man kann auch nicht unendlich reparieren. Denn es war ja erst so und so viel von 100 und jetzt ist es repariert 86 von 86. Das ist beim Helm auch passiert. 82. Man kann das nicht unendlich reparieren. Okay. So, irgendwann ist vorbei einfach. Irgendwann ist Feierabend. Du hast noch keine Pilare gebaut, ne? Ich habe noch keine Pilare gebaut. Okay, dann setze ich jetzt noch die Pilare, die restlichen. Sind 7 Stück. Können wir mal gucken, hier kann ich mit Leder gehen, die passt jetzt auch wieder. 37 von 100, Repair 82 von 82. Hier ist es auch 10 von 100. Oh, 4 Close, muss ich mir nochmal holen. Ich glaube, die Teile bleiben auch übrigens da drin. Ja, genau, sie bleiben nämlich drin. So, jetzt habe ich hier alles repariert, jetzt bin ich wieder soweit safe. Dann kann ich mir die Sachen, kann ich dann hier wieder wegpacken. Wie gebaut? Ja, hab eins zu viel gebaut. So, Metal Ore. Sulfur brauchen wir erstmal nicht, nur Metal Ore. Dies, ein paar Steine brauche ich auch noch. Close so, Treppe kannst du setzen, wenn du willst. Treppe kann ich setzen. Denn setzen wir auch haben. Treppe. Sollen wir das Feuer wegmachen? Ja. Nö, kannst du auch ruhig erstmal da lassen. Ich würde die Treppe zum Beispiel hier setzen. Guck mal. Ach, die siehst du ja noch nicht, ne? Oder siehst du das? Nee, ich sehe das erst, wenn du es platziert hast. Ich würde die Treppe hier setzen, also von hier nach oben. Okay, dass dann auch hier der Aufgang ist. Ja, genau, da. Okay, wäre dann der Aufgang. Ja, dann mal. So. Und dann kommen wir von hier. Was denn? Ich hätte gedacht, du machst den Aufgang von hier dann. Ach so, nee, von hier. Okay, naja, aber eigentlich ist es ja nicht so schlimm, ob die jetzt so oder so steht. Ja, ist halt der Zugang vom Raum her halt, wäre cooler gewesen. Ja, gut, stimmt auch wieder. Aber wir können ja noch hier zubauen oder so. Ja, da müssen wir gucken, wie wir das machen. Ich hab C4, sprengen. Kann man die sprengen? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, spreng nochmal das Ding weg, dann bauen wir es nochmal neu. Wenn du das möchtest, machen wir das. Dann kann ich nämlich hier nochmal an die Workbench gehen und kann mittlerweile... Dann kann ich das auch mal sehen. Ich habe noch nie gesehen, wie mit C4 irgendwas in die Luft fliegt. Oh. Bisschen weg davon. Oh. Oh, okay, wir brauchen ein bisschen mehr. Wie machst du das? Du setzt da jetzt was drauf, ja? Mhm. Oh, schnell weg. Okay, schön. Dann, bei C4. Das war C4, ja. Dann klickt das ein bisschen und dann geht's los, ja? Ja. Okay, ich kann erstmal ein paar Wooden Planks bauen. Ich baue aber nicht alles. Müssen wir dann auch mal, sobald wir ein Research Gate haben, unser C4 researchen. Das wird uns wahrscheinlich jeder verfluchen, der uns sieht und ein bisschen erfahren ist. Ja. Mein Gott, die haben schon zwei C4 verballert. Ja, ohne es zu researchen. Aber halt, wir haben etwas ganz Tolles rausgefunden. Wir können nämlich die Research Box researchen. Stimmt. Und ich habe sie schon so researched. War sehr gut. Ich kann sie bauen und ich kann mal ganz kurz gucken, wo sie ist und kann dann sagen, wie viel ich jetzt kostet. Mal mein Inventar hier. Und zwar die kostet Kisten. Die 20 Low-Quality Metal und 20 Leder. Also ist relativ teuer. Ja, allerdings, das ist ziemlich teuer. Aber es hat ja auch einen guten Sinn und Zweck, ne? Also man hat damit ja auch epische Sachen, die man machen kann. So, was wollte ich jetzt bauen? Ich wollte jetzt nochmal eine Treppe bauen. Einmal Stairs, bitte.
Und was wollte ich dann noch aus Holz bauen? Die Seltings, ne? Oder nee, die Seiling Pack mal die Handgranaten Seilings. auch hier rein, ne? Kann ich schon mal zwei von bauen? Oh, ich habe mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Oh mein Gott. Window Bars müssen wir dann auch bauen. Metal. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch bauen wollte. Und zwar den Furnace. Wo ist er? Da. Dafür brauche ich Low Grade Fuel und noch ein paar andere Sachen. Ich gucke mal, was ich brauche. Oh, mich kotzt die Zeit übelst an. Aber ich möchte trotzdem nicht auf einen Half- oder Viertel-Crafting-Server oder Instant-Crafting-Server gehen, weil es gehört dazu. Ja, gibt's auch, ne? Sind so Mods dann irgendwie, dann kann man dann Instant craften und sowas. Ja, habe ich auch schon Genau. gehört. Kannst du mal Animal-Fett rausgeben? Ich bin nicht mehr in der Kiste. Bin Ach jetzt hier so. auch am Craften noch. Nee, nee, du hast das in deinem Inventar, oder nicht? Nope. Ich habe da übrigens eine Crabbox, ne? Das hier ist nur die Box zu, für die Dingsmaterialien. Die Crabbox ist hier hinten. Okay. Damit Und du dann baue ich die Bescheid Treppen weißt. jetzt nochmal neu. Ach so, du baust die schon? Nee, warte, ich hab sie. Was? Dann, oh, Cancel, Cancel, Cancel. Okay, habe ich. Ja, ich hab die Treppen. Ich wollte noch den Dings bauen. Dann baue ich Noch jetzt mal kurz gucken. Sailings, ja, also Decken. Ja, ich hab davon schon gebaut, zwei Stück. Okay, dann baue ich noch vier. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Eine Wahrscheinlich die Menge Arschvoll. übrigens. Was wollte ich denn rausnehmen? Wo sind denn die Klos? Hast du Klos noch? Nee, Bau mal ach. vier Decken, dann kann man immer noch notfalls noch mehr Fail. bauen. Wo wolltest du das jetzt hinhaben? Von wo willst du reinkommen? Von hier? Ja. Also von hier so hoch, dass du hier oben drauf stehst, dich einmal drehst und dann hier oben Ja. rausgehst. Ja, ich Okay. weiß ja nicht, wo der Aufgang ist, ob der hier ist oder da ist. Nee, hier an Doch, der ich linken glaube, der ist Seite ist hier, der, oder? ne? Warte, ich gucke, wo der ist. Meine, der ist rechts. Ja, Ja, der ist genau rechts. so. So, Also, dass rechts, man hier ja? rauf geht. Genau, alles klar. Okay, dann gehen wir weg da. So, ja? Ja, sehr Ah, schön. wunderschön, alles klar, dann haben wir uns das ja hier. Und Ein dann Traum. baue ich mal kurz zwei Decken hier oben rein, ne? Die zwei Decken. Also, du hast jetzt zwei Decken. Okay, das heißt, wir brauchen noch eins, zwei. So, jetzt habe ich zwei Decken. Jetzt wollte ich noch den Furnace bauen, auf jeden Fall. Dafür brauche ich mal dein Animal Fat. Wo bist denn Boah, 12 Decken, ja. Ich hab kein Animal Fett. du? Aber ich dachte, du hattest Animal Fat. Nein, ich hab keins. Gar Nein! nichts. Nischt. What the? Ich gehe mal kurz Animals jagen. Hast du noch Holz? Ja. Bin gerade mal 6 Decken, kann ich craften, ja. Hier, Boah, wir Baby. brauchen so viel Holz noch. Hinter dir. Junge. Ich nenne ihn Baby, weil in Starbound sind wir ja verheiratet. Oh ja. Obwohl unsere Ehe schon fast am Kriseln war. War. Ja, sie Oh. war. Aber Ja, du weißt bist nicht mehr ja. so gut im Bett. Ist schon Oh, ausgenudelt, die Alte. shit. Muss ich mal zusehen, dass ich besser werde, Wobei da ja eigentlich immer zwei zugehören, aber naja. ne? Okay, das hier bauen wir aber mit der Axt ab, weil die Axt schneller ist bei Tieren. Die Axt im Allgemeinen schneller. Also gut, du hast mit der Picke natürlich, weiß ich nicht, das hattest du, glaube ich, schon mal gesagt, dass du einen Baum natürlich mit 4 Schlägen kaputt hast, aber man schlägt halt auch wirklich zeitlupenmäßig zu. Also Ja, das stimmt. weiß nicht, in der Zeit, wo du da viermal zuschlägst, hast du 12 Mal mit der Axt zugeschlagen. Das ist eigentlich im Prinzip genauso schnell down. Im Endeffekt könnte man sagen, ja. Also ich habe da, ich weiß nicht, so Tipps und Tricks mäßig mal gehört, dass eigentlich die Picke fast ein Slotverschwender ist. Weil die halt Okay. so langsam ist. Ja, wenn ich jetzt hier natürlich mit der Axt dann drauf habe. Das Einzige, was natürlich ist, die Picke ist keine Slotverschwendung mehr. Da du mit der Axt öfter zuhauen musst, geht die Axt schneller kaputt. Das heißt, du ballerst mehr Materialien jetzt raus. Dadurch, dass jetzt das Repariersystem drin ist, ist das mit der Picke doch wieder besser, finde ich. Oh, ich weiß es nicht, also.
Nein, wir sind ja auch keine Pros, was das angeht. Wahrscheinlich könnten unsere Jungs da, die das effektiv und kranker spielen als wir, uns wahrscheinlich sagen, oh nee, das ist voll gut und so, oder ist nicht gut oder was. Ja, das könnten sie. Die meckern sowieso immer mit uns. Naja, meckern. Können nix, ja. Naja. Dabei können die gar nix. Ja, nix können sie. Die können weniger. Der Steger, der kann gar nix. Ja. Ich sollte den Namen ja nicht sagen, ne? Doch, jetzt habe ich ihn gehört. Ach doch, bei Rust zollen wir es ja, weil da, ja? Das guckt er ja. Ah, okay, sehr gut. Starborn also ist er ja, von Starborn selber ist ja der Fan ja nicht so, ne? So ein Kulturbanause. Ja, sagenhaft. Mhm. Boah, wir brauchen noch so viel Holz, Junge. Alter. Ich weiß nicht, ich hab grad so eine epische Idee, aber ich glaube, der würde mich dann töten, wenn ich das sage. Hm, dann lass es lieber. Obwohl, ich könnte noch nicht, trotzdem... Wir haben noch nicht genügend über den Cosi gelästert, wir müssen noch mal Cosi lästern. Ach, wir müssen über Cosi noch lästern? Ja, da gibt's nur nicht so viel zu lästern. Oh. Der weiß eh, was ihr macht. Jetzt nicht mit drei Insider. So, Scaling können wir noch einbauen. Ist er da? Ja. So, ich hatte schon gedacht, meine Tastatur stellt automatisch manchmal eine Leise. Das ist voll komisch. Nee, ich bin hier gerade fleißig am Tierfarmen nochmal. Ich habe zwar genug Animal Fat, glaube ich, aber. Kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr zu sammeln, ne? Ist ja heutzutage normal, dass man viel Geld für etwas ausgibt, dann geht's ratzfatz schnell kaputt wieder. Jo. So, deutsche Handarbeit war gestern. Was war was? Deutsche Handarbeit war gestern. Oder wie sagt man hier, dieses deutsche Qualität, so nach dem Motto? Wegwerfgesellschaft. Ja. Ich hab da mal einen Bericht drüber gesehen, das ist echt übel, was wir heutzutage alles wegschmeißen, ja. Deswegen ist auch dieser ganze krass. Müll und so, ne? Das hätten wir gar nicht, wenn man mal wieder ordentlich Sachen bauen würde. Und nicht immer nur dieses, wir bauen billig und weg. Es kann doch ruhig alles teurer sein. Das ist ja nicht so schlimm, wenn man nicht 30 Waschmaschinen im Jahr braucht, sondern nur eine 30 Jahre lang. Ja. Dann ist das auch gar kein Problem. Wenn man dann immer nur so einen Schund hat, dann ist das doof. Aber Leute, wenn immer billig, 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 es wird ja auch alles immer teurer, teurer, teurer. Das ist schon klar. Aber so lockt man Leute, ja? Und so werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Ich glaube, der liebe Bro-Hunter bräuchte mal irgendwie ein bisschen Nachhilfe. Warum? Weiß nicht. Was tut der? Mein Haus wird langsam. Ach so. Was meinst du? Mhm. Ja, naja. Mami hat's Spiel gekauft, oder? Ja? Mami hat's Spiel gekauft? Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, so eine hohe Alterseinstufung hat das ja. Ja, haben wir auch. Ein paar haben wir, ne? Ja. Nicht, dass ich gegen Russen was hätte, also. Ich muss gerade aufpassen, was ich jetzt sage. Nee, es ist mir nur mal aufgefallen. Es ist halt ein deutscher Server und hier sind auch Russen, aber ich denke mal, dass die eventuell auf einem etwas... Ah, die sind da überall vertreten. Ich habe das mal von einem Freund gehört, dass hier von Dota, glaube ich, da gibt es ja wohl extra deutsche Server und die kommen wohl trotzdem dann noch auf die... Das soll da auch, obwohl sie eigentlich eigene hätten, irgendwie sowas. Das soll da aber dann auch immer ordentlich abgehen und die flamen sich da gegenseitig und voll übel. Ich hab nichts gegen die, aber wenn uns das so gesagt wird, warum soll ich das nicht glauben? Ich hab sie übrigens ja auch ein, zwei Mal miterlebt, ja. Gut, dass man sie nicht immer versteht. Stimmt, du hast ja auch mal Dings gespielt hier, ne? Wie hieß das noch? LOL, ne? LOL habe ich auch gespielt, ja. Aber in LOL ging's. Da habe ich jetzt nicht so die. Obwohl ja die Unterschiede zwischen Dota und LOL ziemlich groß sein müssen. Ja. Wahrscheinlich wird jetzt jeder sagen, oh, LOL ist viel schwerer oder Dota ist viel schwerer. Ich glaube, beide Spiele haben was für sich. Der eine ist in dem gut, der andere in dem. Das stimmt. Also ich persönlich fand immer die Steuerung von Dota ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Von LOL war sie etwas einfacher. Die Maussteuerung. Also, theoretisch hätten wir wieder Folgenende erreicht. Ja, das ist doch aber auch gar kein Problem. Heute versuche ich mal dran zu denken. Das ist aber auch gar kein Problem. Und da habe ich schon wieder einen Wolf geedit. So, ich packe hier nochmal Holz rein. Die Pumpe raus. Ich splitte nochmal das Eisen.
Eventuell Silencer, was wir nicht Muss mir gleich unbedingt den Silencer bauen, ne? Ja, den kann ich hier auch gleich bauen. Deswegen mache ich hier gerade einen auf Furnace. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich will hier keinen Lärm machen. Ich habe immer die ganze Zeit Angst, sonst sieht einer oder hört einer. Ich würde jetzt sagen, da wir das gemacht haben, stelle ich mich nochmal hier hin. Mach nochmal die Wooden Planks an. 14 Stück crafte ich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Was? Wir sehen uns? Ja, also ihr seht uns. Wo war es gerade so abgehackt? Ihr seht uns in der nächsten Folge. Wir sehen euch. Oh mein Gott. Oh Mann. Tschüss. Big Brother is watching us.